Ich habe bewiesen, dass dein Juwelier ein Schnacker ist. Ich habe bewiesen, dass diese Ratte von deiner Sprachnachricht ein Schnacker ist. Und ich habe zu guter Letzt auch bewiesen, dass du ein Schnacker bist. Zum einen schreibt er sowas über Justin. Justin denkt sich auch gerade, shit, worauf habe ich mich da eingelassen? Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mar. Willkommen zu einem neuen Video von mir, Leute. Das Video hier hat lange auf sich warten lassen, aus dem Grund, ich war im Urlaub und hatte auch in letzter Zeit weniger Zeit, das zu drehen. Jetzt drehe ich es auf jeden Fall. Und ja, ich fange mal direkt mal damit an, Leute. Ich saß im Urlaub auf einer Liege am Pool und dann ist mein Instagram explodiert. Am Abend habe ich mir das Video angeschaut und habe festgestellt, dass Justin übertrieben geflaxt wurde. Warum ich das jetzt sage, werdet ihr später sehen. Ich würde mal einfach mal sagen, wir reagieren auf die Szene. Und zwar ist es hier dieses Video aus meinem Video, was den Titel das 105.000 Euro Rekord Outfit. Der Typ im Video heißt Ur, dazu kommen wir aber auch nochmal später. Starten wir mal einfach das Video. Ich werde jetzt direkt zu der Szene gehen, die, sage ich mal, meines Erachtens nach wichtig ist. Der Rest ist eigentlich unrelevant und unspektakulär. Blendet euch einfach die Szene ein und dann reagiere ich drauf und so geht es jetzt die ganze Zeit weiter. Nur damit ihr den Ablauf checkt. Gucci-Tasche, Leute. Gleiche. Partnerlook. Partnerlook, Ehrenmann. Was hast du für die bezahlt? 500. 500? Ja, ja. Okay, fresh. Bruder, du hast noch eine Uhr am Start. Die hat 103.000 Euro gekostet. Zeig doch mal näher. Also sonst zoomt ihr doch immer an die Uhren ran. Machen. So. Einige Menschen wollen einfach nicht, dass man ein Close-Up macht, besonders von solchen Accessoires. Vielleicht war es ihnen in dem Moment unangenehm oder sonst was, die Uhr zu zeigen. Das heißt jetzt auch nicht unbedingt, dass die Uhr gefälscht war. Ich sag mal so, jemand wie UFO hat auch zu mir damals gesagt, wo wir das Wieviel ist dein Outfit gedreht haben, mach keine Close-Up-Szenen. Mach einfach ganz normale Szenen, wo du dran zoomst und wieder zurück. Mach bitte keine genauen Szenen von den Klamotten. Ich denke mal nicht, dass das UFO gesagt hat, nur weil die Klamotten gefälscht waren, sondern einfach, weil es ihnen eventuell unangenehm war. Das muss man respektieren und so war es bei dem Jungen genauso. Also bei Ur. So, machen wir weiter. Okay. 103.000 Euro, das ist der Richard Mill. Digga, ich sehe zum ersten Mal, also ich habe zum ersten Mal eine Richard Mill, wie auch immer man das ausspricht, im Video. Fresh, Digga. Was ist das für eine Richard Mill, weißt du was? Oder die habe ich auch von meinem Vater bekommen. Okay, aber wenn er jetzt zum ersten Mal eine sieht, warum will er die denn nicht so genau sehen? Er steht doch neben mir und wollte nicht, dass wir ein Close-Up machen. Warum sollte ich dann noch genauer auf die Uhr eingehen, wenn ich merke, dass jemand schon einen Schritt zurückgeht und sagt, mach bitte keine genauen Aufnahmen von meiner Uhr oder von meinem Oberteil. Dann bedränge ich ihn doch nicht damit, dass er die noch genauer in die Kamera zeigen sollte. Ich meine, ich will ja auch, dass mein Drehpartner sich wohlfühlt und dass er mit dem Endresultat zufrieden ist. Deshalb muss man sowas beim Drehen auch respektieren, Leute. Also genau, Marke weiß ich nicht, aber 103.000. Ist eine Richard Mill von meinem Vater, Marke weiß ich nicht genau. 103.000 Euro stabil. Wenn man meine Videos verfolgt, weiß man, dass ich solche Uhren oder solche teuren Outfits schon öfters in meinen Videos hatte. Und dass es für mich persönlich nicht mal allzu besonders ist, sowas zu sehen. Natürlich ist es cool, sowas zu sehen, aber mich persönlich flasht das nicht mal so besonders. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Uhr für 500.000 Euro sehen würde, würde mich das wieder flashen, weil ich sowas halt noch nie gesehen habe. Aber so eine 100.000 Euro Uhr habe ich schon öfters gesehen. Bruder, was hast du in deiner Tasche? Hast du noch irgendwas am Start oder so? Tasche, Bruder. Okay, fragt er das immer? Also ich gucke mal Hans Videos nicht, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die Frage außergewöhnlich ist oder nicht. Also ich kläre euch gleich auf, Leute, aber wir schauen das hier erstmal zu Ende. Ich muss eins auch zugeben, bevor diese Szene anfängt, um das Ganze mal hier auch klarzustellen. Als ich ihn angesprochen habe, habe ich gesehen, dass seine Tasche auf war und dass da Geld drin war. Ich dachte mir, eventuell hat er noch ein schickes Portemonnaie, irgendwas Teures halt, was er uns noch zeigen könnte. So, ich, schlauer Fuchs, fragte natürlich nach, was hast du in deiner Tasche drin? So, Ur hat in dem Moment selbst entschieden, dass er sein Geld rausholt und Real Talk, ich war selber in dem Moment, wo er sein Geld rausgeholt hat, übertrieben geflasht. Ich wusste nicht, dass da so viel Geld drin war, deswegen war ich ja auch erstmal so erstaunt, weil ich mit so einer Summe einfach nicht gerechnet habe. Ich habe sowas, bin ich ehrlich, ich habe noch nie 50.000 Euro einfach bar gesehen, Leute, deswegen auf jeden Fall schon was Besonderes gewesen in dem Moment. Bisschen Geld. Bisschen Geld, okay. Das. Bisschen Geld, Bruder. Weiß ich nicht. 50.000 Euro. Boah, was? 50.000, Bruder. 50.000? Ja. Pass auf, das ist der. Hauptsache, er da hinten denkt sich so, Bro, what the fuck, Mann. Und ich denke mir auch gerade, Bro, what the fuck, Mann. 50.000? Ja. Pass auf, das ist der Drip, Leute. Das ist der Drip. Warum? Ich weiß nicht, ob das Echtgeld oder Falschgeld ist, aber warum? Ob es Falschgeld ist oder echtes Geld, geht weder mich oder dich was an.
Also jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe das Video aber noch nicht gesehen. Ich habe nur erzählt bekommen davon. Und ich zeige euch, ich spiele euch gleich die Sprachnotiz ab, die das Ganze hier wie ein wackeliges Gebilde zusammenfallen lässt. Leute, merkt euch seine Worte, ganz wichtig. Merkt euch seine Worte. So, Leute, jetzt wird's kurz spannend. Ich mache mal WhatsApp auf meinem Computer an. Und zwar habe ich von euch aus gesehen vorgestern, von mir aus gesehen gestern, eine Sprachnachricht weitergeleitet bekommen. Und zwar von meinem Juwelier, der mir auch hier diese Peso-Kette gemacht hat. Erstmal eine kleine Story vorab. Mahan hat meinen Juwelier auch angeschrieben und gefragt, ob er ihm ein Tennis-Bracelet mit CZ-Steinen machen kann, also keinen echten Diamanten. Ich weiß nicht, was er damit vorhatte, oder so, aber gut, das zu dem Thema. So, alles klar, ich mach mal WhatsApp auf. So, ich schreibe ihm: Yo, Bro, kannst du deinen Kollegen Keno Diamonds fragen, was bei ihm eine Tennis-Chain mit SI-Diamanten kosten würde? Er hat mir daraufhin die Nummer von Keno Diamonds und seine neue Nummer gesendet. Dann hat er mir noch diese Sprachnachricht gesendet. Dicker, ich habe eine neue Nummer. Ich bin auf der hier gar nicht aktiv, deswegen schreib mir da. Und ich habe auch gleich Kino seine Nummer mit reingeschrieben. Der weiß Bescheid. Schreib ihm einfach und er sagt dir den Preis. Halten wir fest, ich habe nach der Nummer von Keno Diamonds angefragt, weil ich wissen wollte, ob er eine Tennis-Chain mit SI oder WS-Diamanten verkauft. Daraufhin habe ich den Juwelier angeschrieben und geschrieben: Jo, was geht, ich bin's Mahan. Hey, habe Tennisketten am Start. 925 Silber mit echten Swarovski-Steinen. So, er hat mir ein Video gesendet von der Kette. Ich habe ihm geschrieben, was würde die kosten? Er schreibt 310 Euro. Aber glänzt krank. Ich habe ihm geschrieben, die sieht stabil aus auf jeden Fall. Was würde eine in Weißgold mit SI-Diamanten oder WS kosten? In dieser Breite ab 30.000 Euro. Ich habe ihm dann so einen witzigen Meme gesendet. Er hat gelacht. Aber die mit Swarovski sieht auch mega stabil aus. Ich schreibe ihm, wie lang ist die? 60 cm. Ich schreibe, die ist fresh. Er schreibt, yes, möchtest du die haben? Ich schreibe, ich überlege es mir, Bro. Ich habe ihm bis heute nicht zurückgeschrieben, aus dem Grund, weil ich die Kette nicht haben wollte. Ich wollte eine mit echten Diamanten haben. So, fassen wir das nochmal zusammen. Er hat mir eine schöne Tennis-Chain mit Swarovski-Steinen angeboten, die ich im Endeffekt nicht wollte und noch nicht gekauft habe, weil sie mir nicht gefallen hat. Und weil mein Fokus zu dem Zeitpunkt auf echte Diamanten lag. So, hier ist schon mal der erste Punkt, der so nicht stimmt, wie Justin es in seinem Video sagt. CZ-Steine. Leute, für die, die nicht wissen, was CZ-Steine sind, das sind Diamanten, die 1 zu 1 aussehen wie echte Diamanten, bloß es sind chemisch hergestellte Diamanten. Also sprich, keine echten Diamanten, Leute. Wie gesagt, der erste Punkt, der nicht stimmt. Und an der Stelle auch nochmal, was ist das für ein unseriöser Juwelier, der Chatverläufe von seinem Kunden fremden Personen weitersendet, die dann Justin in seiner Story postet. Check mal erstmal den Screenshot hier ab. Also ernsthaft, ich bin noch nicht die einzige Person, die das unnormal unseriös und unnormal peinlich und kindisch findet. Ich meine, ich finde die Kette schön, ich will mir eine kaufen und dachte, das wäre ein stabiler Juwelier. Ernsthaft, voll unseriös die Aktion. Rapper und YouTuber kaufen bei dem Juwelier ein und der Typ screenshottet Chatverläufe und sendet die fremden Personen weiter. Ich will gar nicht wissen, wie viele private Chatverläufe er anderen Menschen sendet, die davon nichts mitbekommen sollten. Mega kindisch und peinlich von dem Juwelier und von Justin. Und ich kann diesen Juwelier wirklich niemandem weiterempfehlen, Leute. Ich lasse euch die Sprachnachricht bis zum Ende abspielen, damit ihr ganz genau versteht, was da gesagt wird. Dann haben wir hier eine Sprachnotiz weitergeleitet bekommen und mein Juwelier schreibt, musste ich direkt weiterleiten. Ich kläre kurz auf, von wem diese Sprachnotiz ist. Und zwar ist die Sprachnotiz von dem Inhaber von MBB Vogue. Das ist so ein Instagram High Fashion Store. Er verkauft da halt so High Fashion Pieces für einen guten Preis und so. Und der hat auch schon mit Mahan zusammengearbeitet und hat ihm die Palm Angels Jacke gegeben. Für einen günstigen Kurs, weil Mahan ihn da deswegen gefragt hatte. Und dieser Typ, von dem die Sprachnotiz ist, der stattet Lelano auch gerade, also der war in dem Moment auf dem Weg zu Lelano, um ihm Klamotten zu geben. Die Vorgeschichte, die Justin gerade erzählt hat, stimmt auch so, wie er es gesagt hat. So, das zur Vorgeschichte. Und jetzt ist es halt so, die Sprachnotiz kann man hinterfragen. Ich frage mich, wieso man sich sowas ausdenken sollte. Und ich habe gesagt, bevor ich sowas veröffentlichen würde, ich brauche die Genehmigung von euch beiden. Und ich will, dass er mir schwört, dass das real ist, dass er sich das nicht ausgedacht hat. Er hat es gemacht. Und ich spiele euch jetzt einfach mal die Sprachnotiz ab. Es geht um dieses Video hier. Als ich in Hamburg war, der wollte mit mir, wie viel ist dein Outfit, wer Video drehen. Also Mahan wollte mit dem von MBB Vogue ein, wie viel ist dein Outfit, wer Video drehen. Soweit, so gut. Oder mir eine, ey Bro, sag's niemandem. Also ich habe ihn gefragt, ob ich es einblenden darf oder so, weil er sagt, erst sag's niemandem, aber ich habe so gesagt, ey Bro, komm bitte, das wär schon lustig, weil, na ja, okay. Replika Richard Mille gibt und dass ich so voll auf krass mache mit meinem Koffer,
muss wissen, ich hatte einen Koffer dabei. Da waren Sachen für Lano drin, die hatten Warenwert über 3000 Euro. Danach, ich hatte noch so ein paar coole Sachen für mich so an. Gute Schuhe, Gucci Hoodie, Givenchy Rucksack. Und schlecht. Deswegen wollte er mit mir wirklich sein Outfit bei Video drehen, dass er mir diese Richard Minoch gibt und ich damit halt so voll auf cool mache. Danach, ich habe gesagt, boah, ist nett gemeint und so, aber ich mache sowas nicht, dass es mir zu, ich würde so oder so in so ein Video nicht mehr reingehen und dann noch zu flexen mit Fakes, die mir nicht gehören, das ist für mich No-Go. Danach, Digga, 2-3 Tage später, ist kein Video online. Die haben den größten Kanaken überhaupt. Wir haben den Richard Mille und 50.000 Euro bar gegeben. Die haben die wahrscheinlich so kurz abgehoben. Und ich schicke dir mal ein Video, Digga. Schau mal bitte dieses Video an. So, ich erkläre jetzt, wie das Ganze in Wahrheit war und beweise es auch. Ich hole da mal wieder die Chatverläufe raus. Also das hier ist jetzt der Chatverlauf von dem Typen, der in der Sprachnachricht redet. Und dieser Chatverlauf ist vom Montag, dem 29. Juli. Er schreibt mir, Dicker, ich bin in Hamburg wegen Lilano eigentlich. Also von heute auf morgen. Ich schreibe, was machst du? Und dann schreibt er, und jetzt gibt's unnötig Faxen, Bro, nix, ich sitze im Hotel. Wo ist dein Hotel, habe ich ihn geschrieben, Hauptbahnhof, ich bin hier gerade, Hauptbahnhof, ich war da in der Nähe, ich habe da gedreht. Schreibt mir, gehst du heute noch raus? Ich schreibe, ja, könnten jetzt raus. Er schreibt, okay, stabil, Bro, ich komme gleich. Wo genau, weil Sim ist leider gesperrt. Ich fahre gerade nach Wandsbek mit Auto, das ist 7 Minuten von dir, mit der U1 entfernt. Ich habe ihm dann eine U-Bahn-Linie genannt, womit er schnell zu uns fahren könnte. Er schreibt, okay, dann komme ich einfach dahin. Ja, Ehre, okay. Dann hat er mir diese Sprachnachricht gesendet. Bro, ich gehe jetzt direkt los. Ich bin in 5 Minuten Hauptbahnhof und dann halt, wie die U-Bahn kommt. Ich denke mal, wenn du sagst 7 Minuten, so kurz nach 7, so 19.05 Uhr bin ich dann safe da. Bloß wie gesagt, Bruder, Sim ist leider abgelaufen. Ich muss schauen, dass ich mir heute noch eine neue hole. Und ja, Mann, dann bis gleich, Bro. Okay, so, daraufhin habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ey, wir holen dich doch ab. Hat er mir seinen Standort gesendet, ich habe ihm geschrieben, schwarze C-Klasse, damit er weiß, in welchem Auto wir sitzen. Und dann haben wir ihn abgeholt, zusammen mit einem anderen YouTuber. Ich fasse nochmal kurz zusammen, damit ihr es auch alle genau nachvollziehen könnt. Er war in Hamburg wegen Lilano und wollte sich mit mir treffen. Ich habe ihn dann abgeholt, zusammen mit einem anderen YouTuber. Der YouTuber hat uns dann bei einem Café abgelassen, wo wir dann waren. Wir saßen dann im Café. Ich habe ihn dann gefragt, warum er hier sei, also in Hamburg, weil er kam, glaube ich, aus Nürnberg oder München, irgendwo da die Ecke. Er hatte mir dann erzählt, dass er einen Deal hatte mit Lilano und er dann extra dafür nach Hamburg gekommen ist und der Deal dann in dem Moment, wo er in Hamburg war, geplatzt ist. Ich weiß nicht, was die Gründe dafür waren. Die hatten bestimmt ihre Gründe dafür. Ich will mich da jetzt auch nicht besonders einmischen. Das geht mich auch nichts an. Er war halt sehr abgefuckt und kam mir auch zum Teil sehr traurig rüber, weil er viel Geld für die Reisetickets und das Hotel bezahlt hatte und das aus seiner Sicht im Endeffekt für nichts. In dem Moment habe ich eine Sache gemacht, die ich jetzt übertrieben bereue. Ihr müsst kurz wissen, jeder, der mich schon etwas länger kennt, weiß, dass ich ein gutmütiger Mensch bin und versuche, Menschen zu helfen, wenn die Probleme haben, soweit es in meiner Macht steht, denen zu helfen. So, und jetzt kommt es. Ich habe ihm angeboten, dass ich eine Verlosung mit ihm starten könnte. Er wollte mit Lano 3 Balenciaga Pullis verlosen. Ich meinte zu ihm, ey, komm, wir können das gerne auch auf meinen Kanal machen, damit sich seine Reise sozusagen ausgezahlt hätte und er nicht umsonst gekommen wäre. Meine Idee war es dann, das Ganze in einem Wie-viel-ist-dein-Outfit zu verpacken. Die Bedingung sollte sein, dass man ihn dann auf Instagram folgt, mir folgt und irgendeinen Beitrag liked und 3 Kollegen drauf markiert, so halt dieser Standard Instagram Verlosungskram. Genau das gleiche wollte er auch mit Lilano machen, Leute, was halt nicht geklappt hat. Wir haben noch dann den Deal dafür ausgehandelt und somit waren wir quitt. Dieses Angebot habe ich ihm auch gemacht, weil ich ihm helfen wollte und es eventuell noch seine Reise nach Hamburg retten konnte. Und aus dem Hauptgrund, dass ich meiner Community somit noch was zurückgeben könnte. Das war sehr kurzfristig. So kurzfristig hätte er niemals so einen Deal noch zustande bekommen. Und Real Talk, das habe ich gemacht, weil ich ihn zu dem Zeitpunkt als einen Kollegen gesehen habe. Er war sehr nett und anständig. Und ich hatte halt mehr ein freundschaftliches Verhältnis als ein Business-Verhältnis zu ihm. Ihr müsst auch bedenken, dass ich in der Vergangenheit auch 2-3 Mal mit ihm kooperiert hatte. Auf jeden Fall hat er das ganze Angebot angenommen und hat sich auch darüber mega gefreut. Er hat Dankbarkeit gezeigt. So, ich dachte mir dann im Endeffekt, ey, nice. Er freut sich, habe mich darüber auch gefreut. Nach diesen ganzen Sachen ist dann auch etwas passiert, wobei ich ihm auch geholfen habe, was auch nicht selbstverständlich ist. Aber das bleibt privat, weil das einfach eine Sache ist, die nicht in die Öffentlichkeit gehört. Aber ich wollte dich nur noch einmal dran erinnern. So, am nächsten Tag hat er mich dann angerufen und hat mir das Ganze dann abgesagt. Und hat mir dann diese Sprachnachricht gesendet. Es geht, Bruder, alles klar bei dir, wie geht's dir?
Bro, ich wollte sagen, ich bin jetzt ausgecheckt im Hauptbahnhof und ich habe heute früh und so, ich habe beim Essen nochmal drüber nachgedacht, Digga. Bro, ich fühle mich immer noch so scheiße wegen dem ganzen Geld, Digga. Und Bro, ich habe halt auch, ich hätte halt gar nicht gewusst, dass mich das jetzt alles so viel Geld kostet. Und das ist auch Geld, was halt erstmal jetzt auch so wieder reinkommen muss. Und ich werde das auch allein, also ich denke, ich würde das schon reinbekommen, so. Aber das dauert halt auch wieder. Und du weißt ja selber, das ist nicht mein Geld. Ich kann nicht mit 18 Jahren schon so viel Geld verdient haben. Deswegen, ich würde auch, ich weiß, das ist jetzt echt für dich wahrscheinlich Abwrack so. Ich habe dir auch gestern gesagt, lass mich bitte nochmal drüber nachdenken. Weil so ein Hoodie wegen How Much Is Your Outfit Worth Video und ein Post, weil ich werde wahrscheinlich denken, dass so 1000, 2000 Abos kommen. Und wow, das ist so, was soll ich sagen, halt. Es ist, ich würde das halt auch viel günstiger bekommen, also jetzt nicht böse gemeint oder so, aber es ist die Qualität dann vielleicht so nicht so nice, aber es muss ja auch nicht immer sein. Und ich meine, auch so von der Zeit her brauche ich gerade eigentlich nicht wirklich Promo, weil ich jetzt eigentlich wieder anfangen sollte, Sachen zu posten, weil das Giveaway ist jetzt seit Samstag beendet von mir und dann gleich noch ein Giveaway, das ist, ich weiß nicht, Digga, von der Zeit ist schwierig. Bei Lano wäre es dann so gewesen, wir hätten uns halt auf 15.000 Abos gesaved. Das wäre halt so abgemacht, weil ich meine, seine anderen haben ja auch 30.000, 40.000 Comments und da wären 15.000 Abos, das wäre halt nochmal was, da musste ich halt einfach dabei sein und deswegen wäre ich halt dazu bereit gewesen und jetzt muss ich halt sagen, so ja, es ist mir dann doch zu, ja, es wäre besser, wenn wir das auf eine andere Zeit dann, zu einer anderen Zeit dann mal machen. So, zusammengefasst sagt er, dass es ihm leid tut und er innerlich abgefuckt ist, weil er so viel Geld ausgegeben hat und mir dann 10 Gründe dafür nennt, dass er das Video nicht drehen möchte. Am Ende versucht er nochmal, das Ganze auf einem anderen Zeitpunkt zu verschieben, wenn er die Promo halt braucht. Ich war ihm nicht böse, ich habe ihm noch geschrieben, alles gut, kein Problem. Dann schreibt er mir, Bro, war jetzt echt ein scheiß Zeitpunkt, da hat er mir noch eine Sprachnachricht gesendet. Und Bro, bitte denk nicht, weil ich weiß ja, wie das ist, wenn man was haben möchte, so. Bitte denk jetzt nicht, dass ich dir das irgendwie nicht gönnen würde oder dass ich vermissen möchte. Bro, es geht wirklich nur um die Zahlen, Digga. Es geht nur, das ist die Scheiße, Digga. Weißt du, das ist geschäftlich. Und ich finde, Bro, du bist auch ein Freund von mir, Digga. Und ich hoffe, dass ich das für dich auch bin. Und dass jetzt wegen, weil das mal nicht geklappt hat, dass jetzt wegen Geld nicht so wie jetzt andere machen würden in dem Business, dass du jetzt da so sagst, okay, ich bin jetzt irgendwie unsympathisch oder so. Ich hoffe, du verstehst das, Digga. Du musst das echt differenzieren, Digga. Also ich habe ihm dann nochmal geschrieben, alles gut, Bro, mir ist das egal, ich wollte dir mehr helfen, kein Stress. Real Talk, ich habe das Ganze auch nicht persönlich genommen. Ich wollte ihm halt wirklich nur helfen, so. Mich hat es gar nicht gejuckt, dass er das abgelehnt hat. Er hat mir geschrieben, danke, Bro, ohne Spaß. Gut, dass du nicht so bist wie die anderen in diesem Game. Ach, kein Stress, Bro, mach dir keinen Kopf. In dieser Sprachnachricht ist keinerlei Rede von einer Uhr oder Geld. Und an dieser Sprachnachricht kann man auch feststellen, dass er das Angebot zuvor angenommen hatte. Sonst würde er es ja nicht absagen und es auf einem anderen Zeitpunkt verschieben, wenn er Promo eventuell braucht. Alles legitim, ich habe ihm das auch nicht böse genommen. Ich dachte mir dann, okay, ich wollte dir nur helfen, dann eben nicht. Hier ist der Punkt, er hat mich als Freund gesehen. Das hier an dieser Stelle soll schon mal zeigen, was für eine eklige Aktion das von ihm ist, dass er Justin so eine Lügengeschichte erzählt und sogar noch schwört, dass sie stimmt. Zum einen schreibt er sowas über Justin. Justin denkt sich auch gerade, shit, worauf habe ich mich da eingelassen? Er beleidigt Justin hier als Fisch, weil Justin sich in irgendeiner Reaction abfällig über meine Videos geäußert hat. Das war auch nicht das Einzige, was er über Justin in meiner Gegenwart geäußert hat. Ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel, ich weiß durch ihn, wie viel Justin für ein Product Placement nimmt. Von wo er das weiß, kann man sich eventuell auch denken. Es sind noch andere negative Äußerungen gefallen gegenüber Justin von seiner Seite aus. Aber ich sag mal so, dafür habe ich jetzt keine Beweise. Das Ganze hier nochmal kurz zu seinem Charakter, Leute. Er verkauft wortwörtlich seine Ehre und seinen Arsch für ein wenig Aufmerksamkeit.
in Justins Video. Erstmal redet er neben mir Justin schlecht, aber dann, wo er sieht, dass bei Justin läuft, wechselt er plötzlich die Seite und erzählt eine Lüge, nur um in sein Video reinzukommen und nur um dann ein paar neue Kunden, neue Follower, wie auch immer zu kriegen. Also ernsthaft, das ist eine richtig abartige und eklige Aktion. Justin, ich hoffe, du merkst spätestens jetzt, auf was du dich da wirklich eingelassen hast. So, das war die Geschichte zu der Sache mit dem, wie viel ist dein Outfit wert, mit dieser Ratte, die Justin diese Sprachnachricht gesendet hat. Und jetzt nochmal zum eigentlichen Thema zurück. Weder besitze ich eine Fake Richard Mille oder habe jemanden besorgt, damit er die in meinem Video trägt. Nur um den Outfitpreis zu erhöhen, nur damit das Video mehr Klicks kriegt. Real Talk, ich weiß nicht, ob die Uhr von Uhr original war oder gefälscht. Das kann ich auch nicht in dem Moment wissen. Ich kann nicht ins Uhrenwerk oder sonst was reinschauen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Original ist, Leute. Wenn jemand mir das sagt, natürlich, man kann mir das Schönste vom Leben erzählen, aber es muss ja auch nicht stimmen. Es hat ja auch in vielen Fällen nicht gestimmt. Bei der Uhr weiß ich es nicht. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich gehe davon aus, dass die Original war. Und allein diese Aussage, dass ich 50.000 Euro bar von meinem Konto abgehoben habe. Braucht man anscheinend nicht finden, wenn man sich einfach eine Fake Richard Mille holt, Geld von der Bank abhebt, zu einem x-beliebigen Typen geht und sagt, ey Bro, willst du in meinem Video flexen? Hier hast du einen Richard Mille, zieh dem an und tu so, als wäre es deine. Nur um die einer fremden Person in die Tasche zu legen, damit das Video irgendwie mehr für Furore sorgt, ist schon echt übertrieben arm. Jemand wie Justin sollte doch als selbstständige Person wissen, dass man nicht einfach so 50.000 Euro von seinem Konto abheben kann und dann die im Endeffekt nochmal einzahlen kann. Jeder Selbstständige weiß, dass das Finanzamt dir dann enorme Probleme bereiten würde, wenn das der Fall wäre. Und mal abgesehen davon, ich bin gar nicht in der Lage, 50.000 Euro abzuheben, weil ich keine 50.000 Euro habe. So real talk, Leute, ich bin kein Prinz Markus. Ich habe auch schon oft genug in meinen Videos gesagt, dass ich keine Fakes supporte und erst recht niemals einem fremden Menschen so eine Uhr oder so eine Summe in die Hand geben würde. Ich finde diese Aktion wirklich echt dreckig, mir sowas zu unterstellen, ohne einen richtigen Beweis zu haben. Im Thumbnail steht mit echten Beweisen, aber was ist an solch leeren Worten Beweis für dich, Justin? Das Video hier ist ein Beweis dafür, dass dein Video ein Eigentor war. Ich habe bewiesen, dass dein Juwelier ein Schnacker ist. Ich habe bewiesen, dass diese Ratte von deiner Sprachnachricht ein Schnacker ist. Und ich habe zu guter Letzt auch bewiesen, dass du ein Schnacker bist. Und real talk, Leute, mir macht dieser Hate, den ich momentan habe, wirklich nichts aus, weil er unberechtigt ist. Ich meine, ich drehe Fashion-Videos, tue niemandem weh, ich verarsche keine Menschen oder verbreite Hass. Das wären eventuell wahre Gründe dafür, so einen Hate zu haben. Aber ich weiß für mich selbst, ich habe nichts falsch gemacht, deswegen tangiert mich dieser Hate auch erst gar nicht. So, mein Fazit nochmal zu der ganzen Sache. Ich finde es echt peinlich und naiv von Justin, dass er solchen unseriösen Menschen Glauben schenkt. Ich meine, da könnte doch jeder zu Justin ankommen und einfach schwören, dass eine Geschichte stimmt und Justin glaubt es und macht direkt ein Video darüber. Ich hoffe, ich bin nicht die einzige Person auf dieser Erde, die das wirklich unnormal peinlich findet. Ich persönlich möchte mich auch gar nicht solchen Videos hier widmen, aber bei dieser Sache müsste ich auf jeden Fall einiges klarstellen. Und in dem Sinne, vertraut niemanden außer eurer Familie oder euren engsten Freunden, Leute. Das war's von mir. Peace.